So, wir zwei Sportlichen wogen uns jetzt auf den höchsten Berg von dieser Insel. Das sind nur zwei. Was? Auf dem hat man nur 2 Minuten, also so hoch ist er nicht. Das ist aber der höchste Berg von dieser Insel. Das stimmt. Let's go! Wir müssen uns ja langsam aber sicher Gedanken machen, wo es weiter angeht. Sicher nicht der beste Ort, um sich über das Gedanken zu machen in Bora Bora. Ich meine, da möchte man am liebsten hier bleiben, aber wir wollen ja noch mehr sehen. Hier haben wir jetzt einen Flug gefunden. Ich glaube, das beste Schnäppchen, das wir machen können. Wir fliegen nach Brisbane, Australien. Wenn ihr schon mal da sind, Ideen habt, Tipps, schreiben Sie uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf Ideen, was wir unbedingt entdecken müssen auf dieser Route zwischen Brisbane und Cairns. Wir haben voll die Mini-High-Action bei uns hier unter unserem Bungalow. Schwimmen herzige Mini-High auf der Jagd vorbei. Okay, das habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das jemals erleben werde. Aber wir werden jetzt ernsthaft vom Hotel direkt mit dem Bötli an den Flughafen gefahren. Irgendwie lustig, mal schauen, wie das rauskommt. Der beste Limousinen-Service, den es gibt. That's it. Da sitzen wir jetzt also an der schönsten Flughafen-Wartezone, wo ich glaube je gesessen bin, mit direktem Ausblick auf die Lagune und genießen noch unsere letzten paar Minuten vor dem Abflug. Ich glaube nie an einem Flughafen gewesen, wo das Wasser so nahe direkt am Flughafen ist. Wir sind auch mit dem Bötli hier angekommen. Und wir müssen jetzt Ciao sagen von dieser traumhaften Landschaft. Und Tschüss sagen zu Bora Bora. Das ist schon hart, wenn man sich von so einem Ort muss verabschieden muss und das hier nicht mehr anschauen kann. Das ist wie wenn man eine Lieblingsserie hat und die letzte Staffel geschaut hat. Und man einfach weiss, jetzt hat man keine mehr zum Schauen. So fühlt sich das etwa an. Wenn man den Anblick muss abgeben muss, ins Flugzeug muss steigen und weiterfliegen. Aber zum Glück sollte es ja auch weiterhin schön bleiben. Jetzt gehen wir zuerst auf Tahiti für 2 Nächte. Kontrastprogramm, nicht mehr Luxushotel, sondern Couchsurfing. Wir dürfen auf dem Sofa von Kollegen in Tahiti schlafen. Aber auch das wird eine ganz tolle Zeit. Das sind mal die ganze Südsee, wie gross das sie ist. Also die ist flächenmässig fast so gross wie ganz Europa. Da haben wir hier Europa im Hintergrund. Tahiti, der Ausgangspunkt von der Südsee. Wir sind eigentlich mit dem Schiff zu den Marquesas gefahren. Das sind die Inseln hier oben. Das ist eine riesige Distanz, die wir zurückgelegt haben. Und jetzt fliegen wir von Bora Bora gerade zurück auf Tahiti, die Hauptinsel. Da wächst ihr jetzt von oben. Wunderschöne Flug.
Sicherheitskontrolle macht. Also speziell weder unser Handgepäck noch wir selber haben durch einen Scanner müssen laufen. Anscheinend gibt es im Paradies Ich glaube, dass man von Zürich nach Bora Bora kommt, ist irgendwie eine 30-Stunden-Reise. Aber ich glaube, schon nur die letzte Stunde Flug von Tahiti nach Bora Bora, wow, die lohnt sich echt. Also die Aussicht ist besser als jeder Drohnenflug. Falls dann mal 45 Minuten vor dem Takeoff, du bist vor New York. Dann schüttet sich das Publikum an seinen Deckendeutsch. Wieso reden die Piloten eigentlich immer so, dass man sie gar nicht versteht? Ich glaube, sie können auch einfach nichts sagen, es kommt aus dem Lied. Es gibt bei YouTube so einen tollen Abspann, wo man jetzt kann neu euch. Nein, eben nicht neu. Es gibt bei YouTube so einen tollen Abspann. Und ich kann jetzt aktiv auffordern, um den Kanal zu abonnieren. Und zwar da oben rechts. Nein, oben links. Ja, das kann ich nicht. Das nervt. Also oben links abonnieren. Oder unten links das letzte Video, das ihr verpasst habt, schauen. Alles klar? Sehr gut. Ich finde das blöd. Ich kann nicht rechte Hand lupfen und sagen oben links und unten links.